weitere Aphorismen zu dienen, zu deren Ausarbeitung ich nicht mehr gekommen bin und die ganzen 20, 30 Seiten, die ich noch diktieren müsste, kommen jetzt auch nicht mehr auf den Teppich am letzten Tag. Aber eine Kleinigkeit vielleicht noch. Wenn man so wie Spock lange leben will und in Friede, muss man sich hingeben, essen lassen vom Leben, durch es sich nehmen lassen, es in sich eindringen und alle Winkel auffüllen lassen. So wie es die langlebig Lebenszähen machen. Eigentlich müsste alles ein ununterbrochenes Kreischgeräusch vor Entsetzen sein, weil alles nur auf das Tödliche hinausläuft. Aber das Leben hat es irgendwie doch vermocht, daraus Vergessen, Freude, Jubilation und Ekstase zu machen. Irgendeine kurze Notiz. Chambers gegen Buddhismus und Psychoanalyse. Die Wahrnehmung entkoppeln von den Relationalbesetzungen, das habe ich nicht weiter ausgeführt. Den Traum habe ich auch nicht weiter ausgeführt. Ein Schiff, verschiedene Zirkel. Am Schluss wird die Körperasche in Quarzglas eingeschmolzen, eingeschlossen, damit bestimmte Wellen nicht mehr hindurchgehen können durch die Polarisationsebene, die quer steht. Das Quarzglas war so wie Rauchquarz oder Onyxfarben im Traum.